Kann sagen, ich sehe da was. Okay, Bunker. Können wir wenigstens den Bunker vielleicht eine Map kriegen? Das wäre cool. Also, sonst verlaufe ich mich jetzt schrecklich. Ich weiß doch jetzt schon wieder. Und vielleicht ein Speicherräumchen? Bunker 1A. Naja, ob der so 1A ist, möchte ich mal zweifeln. Was ist denn das jetzt? Tagebuch eines Mitglieds. Okay, 17. Mai 1980. Es ist 6 Monate her, dass dieser verdammte Bertram das Gewölbe von innen verschlossen hat. Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Wir hätten vor der Strahlung geschützt sein sollen. Wir sollten die Auserwählten sein. Was bedeutet das? Sind wir nicht würdig? Unsere Anzüge haben die Vergiftung unseres Blutes nur hinausgezögert, nicht mehr. Bertram hat uns ein Heilmittel versprochen, aber gerade glaube ich nicht, dass es für mich noch Hoffnung gibt. Okay, die Musik wird hier so komisch. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück, weil wir, glaube ich, noch eine andere Türe hatten. Oder zumindest eine Treppe, ne? Nicht Türe, Treppe. Und selbst wenn das bloß eine Sackgasse ist, ist egal. Okay, dann habe ich es wenigstens abgecheckt. Ich hätte mich jetzt eigentlich gefreut auf noch einen Eintrag, ne? In unser Büchlein. Nicht, dass wir jetzt noch ein neues Büchlein kriegen. Okay, da chillt einer. Oh Gott. Moment, Moment. Sie werden gleich versorgt. Komm mal ran hier. Da muss ich nicht so weit laufen. Das ist aber immer so. So enge. Also, ne, also. Komm mal ran hier, Mann. Ich weiß nicht, ob ich die richtig getroffen habe, ob das ausgereicht hat. Als ob man wo hier macht, weißt du? Ah, lustiger Zeitgenosse. Aber dennoch. Ich meine, wenn der halt so aufgebaut ist, dass man. Oh! Sich schnell verirren kann, wäre das kacke. Und wenn der Typ kommt, also unser Geist, wäre das auch kacke. Bunker 1 bis 2B, na super. Geht's überhaupt? Okay, hier geht's runter. Ich gehe auf der anderen Seite nochmal gucken, ne? Ich geh mal eine Runde unseren Kumpel da kitzeln, unseren neuen. Warte mal, wir können ja gleich mal, So. Naja, gut, dann kann ich die Kacke gleich in die Hand nehmen, ne? So. So, mein Grillmeister, wo sind wir denn? Ich wollte ja nicht sagen Kuckuck, aber Kuckuck, ne? Zurück. Es ist halt immer saumäßig knapp. Ein Glück, dass das der nicht trifft. Na? Da brauchst du mir gar nicht die Stinkefinger zeigen, du Blödmann. Okay, eine Endkappe mit Gewinde zum Verschließen von Rohren. Und ein lecker Lokus. Warum habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht eine Rohrbombe basteln müssen? Ich hoffe nicht aus unserem eigenen Dings hier, ne? Das ist eigene Schrotflinte, das war ja auch bloß eigentlich 2 Rohrstücke, oder? Okay, kombinieren kann ich es damit Gott sei Dank nicht. Junge, dann gucken wir mal, was hier unten abgeht. Auf jeden Fall alles sehr schön religiös, so wenn wir das doch haben. Ich muss wahrscheinlich einfach das Richtige zumachen, oder? Ist das ein ekelhaftes Geräusch? Okay, ich brauche die Verschlusskappe, aber von wo? Ich meine, ich höre nicht mal. Ich mache einfach mal alle auf, spaßeshalber. Das könnte allerdings zu sein, weiß ich nicht.
Das Benzin könnte ja austreten, wenn ich nicht vorsichtig bin. Ja. Wir gehen erstmal weiter gucken, keine Ahnung. Solange ich da keine Anleitung irgendwie kriege. Ah, was haben wir hier? Betriebsbuch. Gestern wollte ich Benzin in einen Kanister pumpen, aber so sehr ich den Griff auch drehte, es kam kein Tropfen raus. Trotz hohem Füllstand. Ich erzählte dem Boss davon und der blickte richtig enttäuscht rein. Er nahm drei kleine Endkappen, meinte, dass ich warten solle und ging. 5 Minuten später kam er mit einem vollen Benzinkanister zurück. Okay, wir brauchen erstmal noch zwei weitere Endkappen. Deshalb hat mich das ein bisschen gewundert, weil da eins stand. Das hatten wir, glaube ich, noch nie gehabt. Jo, cool. Brauchen wir aber momentan nicht. Wir haben ja unser Kitzelwerkzeug. Ohne Karte. Nein. Nein. Obwohl, da ist eine Tür. Warte mal, lass mal gucken, ob wir da durchkommen. Nicht, dass das eine Sackgasse gewesen wäre. Okay, Bunkertreppe. Sie hat ja gesagt, ich merke, dass mich jemand, nur vorsichtshalber, dass mich jemand anstarrt. Kann ich den überhaupt? Ich weiß ja nicht, ob das wieder so ein Typ ist, dem das nicht alles anhaben kann. Ich meine, guck doch mal den Hammer an! Ich würde ihn halt schon gerne... Okay. Wisst ihr, was wir machen? Wir hauen 3 Ladungen in ihn rein und kloppen auf ihn drauf. Wenn das nicht springt, dann lasse ich's. Weil bei dem fucking Geist war es halt auch so gewesen. Okay, ist noch auf Vorsicht. Lol. Funktioniert! Bunker 2. Aber wir mussten ja so oder so rennen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das funktioniert. Okay, ab. Vielleicht sagt es jetzt auch wieder was Neues. Warte mal, wie viel haben wir noch? Wieder 5? Das passt, das ist schön. Frage ist bloß, was nehme ich? Eins wollte ich ja hier lassen, ne? Für vorsichtshalber. Ich lass mal das. I'm Emma. I remember everything. I fell into the river from the bridge all these years ago. Das war's nicht. Noah is keeping my sister Anna in the underground bunker. He is the one who has engineered all of this. He has had my sister in captivity all this time. I won't let Noah hurt her any longer. This ends now. Okay, wenn dem so ist, dann wäre das ja dann mehr oder weniger die letzte Folge. Schwierig. Also kann ich mir, ehrlich gesagt, irgendwie nicht vorstellen. Weil dadurch, dass wir jetzt halt wieder ein neues Areal und so haben, fühlt sich dann halt an wie... Es geht weiter, aber ich traue dem hier nicht. Bertram? Warte. Und das ist jetzt die 5, war. Hatten wir die... Ich habe es halt jetzt nicht abgestrichen. Okay. Warte. 7. September 71. Wir haben es geschafft. Nach zahllosen Fehlschlägen mit früheren Testobjekten bringen wir 2 gesunde Zwillingsmädchen zur Welt. Ich weiß nicht, ob wir diese Leistung wiederholen werden können, aber es ist ein Fortschritt. Wir werden mit der Opferung warten, bis die Subjekte 10 Jahre alt sind. Nun erstmal hat dies für Frieden unter unseren Mitgliedern gesorgt.
7. September 67, 76. Die beiden Mädchen entwickeln sich gut. Sie sind gesund und voller Energie. Sie sind jetzt 5 Jahre alt. Wenn alles so weitergeht, werden sie uns mit Blut von hoher Qualität versorgen. Ihr Assis. Okay, ich hoffe, ich weiß nicht, ob... Wäre halt cool, wenn man das irgendwie rausnehmen könnte für irgendwas. Gut, ich habe jetzt noch Hoffnung, dass es doch... Ne? Hier haben wir noch eine Treppe. Dann muss das von der anderen Seite sein. Das Problem ist, wir haben ja gerade gespeichert, ne? Okay, oh Gott. Ach so. Ja gut. Ja gut. Ach lol, warte mal, lass mich ran. Die Treppe kann ich eigentlich gar nicht hochgehen. Ich will bloß gucken, nicht, dass auf der anderen Seite noch was liegt. Und eigentlich, wie viel haben wir? Ja, wir haben wieder 2 Spitzen. Den Koffer habe ich Gott sei Dank immer noch. Und wir sind wieder fit. Schön. Ich traue dem da nicht. Aber ich will halt auch eigentlich kein Zeug an die verschwenden, weil man hat es ja gesehen, die sind halt auch lahmarschig, ne? Die sind lahmarsch. Okay, da komme ich nicht durch. Ich schätze mal den Weg, wenn wir wieder zurückkommen, wenn wir den letzten Dings haben. Nicht wundern, die Stelle sieht halt wichtig aus, deswegen immer erstmal gucken. So, gewaltiger Haufen Kinderschuhe. Die sind so viele, ja. Haben wir aber noch was? Aha, aha. Ja, gut. So, 12. März 1979. Die Opfer haben sehr gut funktioniert, nachdem sie mit kochendem Wasser gereinigt wurden. Ich spüre, wie mit jedem weiteren Versuch die Ankunft des Schöpfers näher rückt. Warum müssen die das denn immer so fucking brutal machen? Also, ne? Da, oder so noch mit naja, du müsstest Tortur draus machen. Weil sich das irgendeiner ausgedacht hat, der halt gerne Leute leiden sieht. Oder? Warte, von da bin ich gekommen. Hä, wo? Bunker 3B. Ach so, ja, ich bin ja doof. Entschuldigung, da wollten wir hin. Das aber auch nicht juckt, dass hier nur Haufen Skelette rumhängen. Ist hier überhaupt irgendwas? Och nein, och nein. Wisst ihr, was ich gerade mal überlegen bin? Ich meine, wenn ich schon die doofen in die schönen Trophäen reinglutze. Ich will auf jeden Fall mal den nehmen. Mal gucken, ob wir die so anlocken können, dass die hintereinander stehen. Ich möchte fast sagen, man konnte auch eine Falle basteln. Ich weiß aber nicht wie. Also man muss eine Falle basteln für eine Trophäe. Aber wie funktioniert das? Moment, warte mal, wenn er weg ist. Ich weiß halt nicht, ob wir bei dem anderen Fuzzi da auch noch hinten hin müssen. Natürlich kann ich den bloß zurückschieben, oder was? Da ist noch eine Tür. Warte. Das hatte ich mir übrigens auch mal angewöhnt. Ja, ihr seid ein paar Helden. Ihr seid wirklich ein paar Helden. Okay. Okay, die vertragen ja gar nicht so viel. Oh, ich dachte, die werden... Was ist ich hier? Imber. Okay, dann kann ich ja eigentlich da drüben nochmal in Ruhe gucken, ne? Hatte ich da jetzt irgendwas vergessen gehabt? Nee, ne? Ich habe die Muni. Das war nicht ordentlich geguckt.
Juli. Dann, das müsste der Weg zurück sein, oder der kürzere Weg zurück, oder? Eventuell? Juckt sie halt so gut wie gar nicht, ne? Okay, wenn wir jetzt Bertrams auch haben, dann fehlt uns eigentlich bloß noch vom Betriebshandbuch, ich glaube, 3 Sachen. Cool. Ich weiß aber nicht, ob das für eine Trophäe wichtig ist, da ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass ich das heute schaffe, weil ich muss langsam mal Abendbrot machen und dann auch ins Bett, weil morgen wieder Frühschicht. Ja. So, 14. Januar 1980, der Tag der Opferung ist gekommen. Noah hat die Mädchen zum Tempel gebracht. Ich muss mich fertig machen, um das Ritual durchzuführen. Hat sich der Anzug immer so schwer angefühlt? Ich brauche einen Drink. Ja, du Assi. Aua, aua, aua. Weil das hab ich erst viel zu spät mitgekriegt, dass da die scheiß Flöcke sind. Oh, hi. Warte. Du hast ja gesagt, du hast ein bisschen... Hier, ne? Er wollte eine schöne Massage haben. Die will ich hier. Wolltest du schon tot? Nee. Mit voller Power. Madame macht sich langsam. Dadurch, dass das da aber aussah, als ob es da weitergeht, gucke ich hier nochmal nach. Toll. Waren wir hier schon? Das ist eine eiserne Lunge. Sowas wurde auf dem Höhepunkt des Polio-Ausbruchs in den 50ern verwendet. Okay. Also ja, ich höre da gerade jemanden noch. Aber wir haben ja auch noch die Was bist du, Fena? Ach so. Tschüss. Wir haben ja noch auf der anderen Seite was. Wäre halt auch nicht. Oder komme ich hier gar nicht durch? Weil hier sieht es halt eher so aus, als ob wir hier lang müssen. Obwohl Gefängnis kommt man vielleicht auch gar nicht weiter, ne? Das ist schön. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob der jetzt großartig was abkriegt, wenn ich den jetzt da hätte. Das sind halt original bloß 2 Schuss, ne? Ganz ehrlich, das Szenario jetzt, ich habe ja gesagt, dass, oder... Cool. Ich wollte nicht sagen immer gesagt, aber ich glaube mehr am Anfang so. Das erinnert mich doch eher die ganze Geschichte an Resident Evil anstatt an Silent Hill. Ich muss aber sagen, die Passage jetzt gerade hier unten, das erinnert mich doch sehr. Also eher an Silent Hill 2. Also deswegen, das was ich auch manchmal gelesen habe, Knochen sind gebrochen. Was ist mit diesen Menschen geschehen? Ja, weiß man nicht. Ich weiß nicht, warum dann viele, die das auch aufgenommen haben, da eher einen Vergleich mit Resi ziehen. Also hauptsächlich ja, aber es ist doch eher eine Mischung, würde ich sagen. Was haben wir hier Schönes? Oh, nice. Ja, doch, warte. Es tut mir so leid. Ich muss nochmal zurück. Ich muss halt echt nochmal zurück. Ich habe da was vergessen. Und wir hatten, glaube ich, noch einen Herrn, der eine Massage braucht. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Also, ja, war mein Verdacht. Lag ich mit meinem Verdacht doch richtig, dass es da lang geht. Ich meine, wir müssen eh noch Benzin oder so, aber ich will halt wissen, was da oben ist. Ja. So. War das hier der Massage? Jochtel? Ah ja. Wow, 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 wow. Oh, toll. Da ist die Kameraführung natürlich wieder ein bisschen arg scheiße. Stimmt, sich verarschen. Ja, jetzt habe ich wieder gefahren. Na toll. Hm.
Oh, 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 oh. Wo ist es denn jetzt hier? Da unten. Ich weiß nicht, ob ich beide damit erwischt kriege. Natürlich nicht. Oh, leck mich. Okay, der ist weg. Der andere auch. Gut, habe ich beide hintereinander erwischt. Das ist schon wieder, ne? Aber ich würde mir das gerne halt aufbehalten. Die Muni, die wir haben. Weil die halt echt noch am besten durchfeuert. Wo sind wir denn hier überhaupt? Außerdem, wenn wir beziehen... Ja, toll. Ganz ehrlich, dann könnte ich wahrscheinlich auch mal wieder auf die wechseln, weil da haben wir wieder einiges. Dann kann ich mir da noch ein bisschen was sparen. War das jetzt die, die verschlossen war? Das war die, die verschlossen war. Aber mir fehlt ja halt immer noch... Hier unten waren wir auch noch nicht, ne? Mir fehlt ja halt immer noch was. Okay, wir wissen jetzt, wo das Benzin rein muss. Ja, das ist toll. Ich brauche halt erstmal Benzin, bevor ich hier irgendwie was machen kann. Okay. Halt. Ja, natürlich. Aber wird die... Ne, hier geht's. Der Unterbereich ist vollkommen überflutet. Ja, da wird irgendwann dann gleich aber Wasser abgepumpt und Pyron Redhead kommt hoch. Wenn sie das bringen, das wäre schon ein bisschen... ne? Jo, meine Freunde. Wo mich dieser diese Treppe, die wir hochgehen konnten, halt auch an, na, ich weiß nicht, an Zentel 4 war es, glaube ich, gewesen mit dem Waisenhaus. Auch daran erinnert. Also vielleicht ist bloß der Hauptteil so ein bisschen Resi-mäßig inspiriert. Und das, was wir am Ende haben, halt vielleicht der Zentel. Weiß nicht. Bisher ist es noch nicht eine ausgewogene Mischung, aber das kann aber werden. Und ich hätte gerne wieder ein bisschen was zum Heilen, um ehrlich zu sein. So, hier sind wir ja durch. Nope. Schade. Obwohl die Treppe jetzt... Für mich sah es gerade wie eine Holztreppe aus. Ja, das vielleicht erklärt das mit dem Kinderdings und so, ne? Entschuldigung. Wer sich da vielleicht gewundert hat. Ach, gucken Sie einmal an. Gucken Sie einmal an, ja. Guck mal einer an. So, muss genau hier gestorben sein. Okay, da gibt's... Plus 4, dann sind das gar nicht mal so viele. 6. Juni 1980. Zunächst dachte ich, dass meine Brüder ihre Anzüge deshalb nicht ablegen, weil sie immer noch die Hoffnung haben, die Strahlung damit abzuschwächen. Doch jetzt verstehe ich. Sie wissen sehr wohl, dass unter dieser verrotteten Fassade zum Vorschein käme. Übel riechendes, fauliges Fleisch, das von monströseren Körpern herabhängt. Ich ertrage es nicht mehr. Dieser Ort ist der lebende Tod. Ich will beten, bevor ich mich selbst töte. Aber in die Tiefe dieses verfluchten Ortes kann nicht einmal der göttliche Licht vordringen. Ich weiß, das war sehr gebrochenes Deutsch gerade. Hier unten gibt es nur das Böse. Jo, das glaube ich dir sogar. Ach, ich habe ja drei Endkappen. Ach, ich bin ja bescheuert. Ich habe ja drei Endkappen. Ich würde gerade sagen, was aber problematisch ist, ne? Dass wir hier immer noch eine Endkappe brauchen. Nee, brauchen wir nicht. Juhu. Jetzt muss ich aber erstmal bloß den Weg dahin finden. Denn, ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher. Also wir können das Rätsel mal ganz kurz probieren, wenn ich jetzt da gleich hinkomme. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass ich das schaffe. Also, dass ich das irgendwie auf Anhieb schaffe. Auch nicht mit Glück oder so. Dass das schon ein Weilchen brauchen wird. Nehme ich mal stark an. Guckst du hier nicht irgendwo rum?
Ja, doch, sind wir richtig. Ja. Und da das jetzt eigentlich langsamer Folgenende ist, wäre das eigentlich ganz gut, weil dann kann ich da rumprobieren und, ne? Ich meine, wenn ich an die... Oh shit, wo ging das jetzt hier? Nee. Wenn ich mal an die eine Folge denke mit der wundervollen... Ging das hier? Mit dem wundervollen Räumchen, wo ich dann überlegt hatte, okay, eigentlich könntest du fast aus der Zeit zwei Folgen machen, weil du bist... Oh. Die ganze Zeit nur da rumgelatscht, also... Ich bin hier eigentlich schon wieder falsch, ne? Mann. Ja, toll, ich bin ja einmal im Kreis gelaufen. Habe ich das Gefühl. Oder? Scheiß Pika. Jetzt muss ich nochmal gucken. Weil speichern würde ich schon ganz gerne noch vorher. Ich finde jetzt aber den verkackten Weg nicht. Hier war es ja nicht gewesen, ne? Hier waren ja bloß die Betten, jawohl. Das war halt relativ am Anfang gewesen. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie ich da hinkomme. Hier sind ja bloß die Betten gewesen. Durch die Türen können wir nicht. Bunkertreppe. Aber hier kam ich ja nicht hoch. Also nicht bis ganz hoch. Oder? Ah, lull. Wir kommen, glaube ich, dem Raum näher. Hier war er zuerst gewesen. 1-2-B? War ja nicht sogar schon das Rätsel? Nö. Erstmal noch nicht. Doch. War es doch gewesen. Okay, wir stellen schon mal den Dings drunter. Der sollte funktionieren. Wahrscheinlich muss ich... Warte. Genau deshalb. Genau deshalb. So, ist der auch noch offen? Er ist offen. Okay. Die Sache ist... Nein. Die Sache ist bloß... Ja, ich habe die drei Dinger, aber... Warte mal. Eigentlich ist es relativ... Glaube ich, relativ einfach, wenn man mal sehen würde, wo das Rohr ursprünglich... Ach, hier kommt's raus. Okay. Geht hier oben lang. Wenn ich da zuschließe, geht es hier unten lang. Hier weiter durchlassen. Okay, das könnte es vielleicht schon sein. Warte. Ich weiß halt nicht, was offen ist, was nicht, ne? Warte mal, was ist das hier? Das hier zu. Das müsste zu sein. Also, ne? Hier offen. Dann geht das hier lang. Hier sollte es nicht lang gehen. Warte mal. Ich mach mal das zu. Dann ist es... Da kommt es nicht durch. Aber jetzt den richtigen überhaupt. Warte mal. Hier fließt es durch. Da kommt es nicht lang. Dann muss es hier lang. Dann darf es aber da nicht durch. Dann kommt es hier lang. Aber könnte genauso gut wieder... hier hochschießen. Also ich weiß nicht, ob es hier unten runter... Ne, es darf ja da gar nicht rauskommen. Warte mal. Ich hatte jetzt hier lang. Dann mische dort... Machen wir mal hier vor, ich schaue zu. Dann müsste ich hier durchfließen. Keine Ahnung, ob das was bringt. So, und dann kommt es hier ins Rohr. Das Rohr ist ja zu. Aber wie starte ich denn die Geschichte oder wie probiere ich denn das aus? Das ist ja das, was ich denke. Also, das Rohr hier hinten.
Das ist zu. Da kommt es nicht lang. Es geht hier lang. Es geht hier lang. Es müsste hier lang. Also ich weiß nicht, oder ich muss das noch zumachen. Aber heißt das jetzt zu oder offen? Das ist halt... Was heißt denn das? Also für mich heißt das jetzt so... Theoretisch, das müsste zu sein. Das müsste offen sein, so. Dann müsste aber das auch offen sein. Nee, das müsste... Ach, keine Ahnung. Also hier müsste es jetzt... Mach meine Theorie zu sein. So, dann geht's hier lang. Hier kann es nicht rausspritzen. Hier ist auch zu. Also muss es hier lang. Da kann es nicht raus. Dann geht es hier lang. Okay, das Blöde ist, hier geht's nach oben. Hier sollte zu sein. Aber was kommt denn auch hier? Das ist halt das... Wie gesagt, das wird ein bisschen dauern. Und ich habe Hunger. Und die Folge ist eigentlich schon lang genug. Deswegen, ich gehe mal gucken, ob ich unser Speicherräumchen finde. Durch die Bunkeranlagen müssen wir hoffentlich nicht nochmal durch. Ich glaube, ich habe mich gut genug umgeguckt. Ich weiß natürlich jetzt wieder nicht mehr, wo ich speichern kann. Will das aber vorsichtig doch nochmal mitgenommen haben. Vielleicht sagt sie ja irgendwie was. Wo ging... Hier ging das nicht, ne? Ne, hier war bloß er gewesen. Ich weiß, ich habe jetzt in der Aufnahmesession, glaube ich, ein bisschen mehr gemacht, also ein bisschen mehr gespeichert wie sonst. Ist aber, glaube ich, nicht schlimm, weil, wie gesagt, wir sind, glaube ich, kurz vor Ende. Muss ich hier wieder hoch? Konnte ich nicht hier auch speichern? Ich meine, irgendwo war doch ein Ding zum... Oder? Er hat gesagt, gibt kein Zurück mehr. Aber ich weiß halt nicht. Ich meine, ich will jetzt eigentlich auch nicht ewig... Ja, jetzt bin ich wieder in der Kanalisation, juhu. Auch nicht Ewigkeiten zurücklatschen. Auch wenn ich da wenigstens weiß, wo ich speichern kann. Aber ja, werde ich mal machen. Vielleicht finde ich den anderen Ort. Deswegen sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Falls ihr jetzt was Neues sagt, werde ich das nochmal mit reinschneiden. Na, keine Sorge, dass wir, damit wir das auch drin haben. Einmal habe ich ja schon vergessen. Aber nun gut, alles klar, dann jo. Ciao, ciao.